Herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video. Champions of Avon möchte ich euch hier zeigen. Ein kleiner Geheimtipp würde ich sogar fast sagen. Das, was ihr seht, ist der Leerlauf-Timer, der im Standardmodus bei 2 Stunden liegt. Man kann den aber durch ein Alchemie-Labor, was ich schon gemacht habe, auf 4 Stunden erhöhen. Später wohl noch 6 und 8 und 12 Stunden. Das dauert aber noch. Ja, was ist das für ein Spiel? Es sieht erstmal ein bisschen aus wie Strategie, aber es ist tatsächlich viel mehr RPG als alles andere. Was auch ganz gut ist. Wir fangen quasi mit unserer... Oh, muss ich das nochmal nehmen? Das sind solche Power-Ups, die man zwischendurch kriegt, wodurch Tempo und Ressourcenausbeute erhöht wird. Wir haben hier quasi unsere Burg, die wir ja ausbauen können mit entsprechenden Ressourcen und Vorgaben. Wir haben bestimmte Gebäude, die wir noch bauen können. Und ja, die Arena fehlt mir noch. Ich glaube, das spare ich mir vielleicht sogar noch zusammen. Und nachdem wir die Sachen gebaut haben, haben wir auch die Möglichkeit abzugraden. Genau, zum Beispiel Holz. Hier haben wir an der Seite die ganzen Holzvorkommen, die ich mir schon eingesammelt habe. Jetzt muss ich nur überlegen, wo stecke ich hier am besten was rein, damit ich das meiste rauskriege. Ich denke hier. Da wird das meiste bei rauskommen. So, aber was ist dann, wie gehen wir hier vor? Was müssen wir machen? Wir haben im Prinzip die Burg, wo wir unsere Rohstoffe sammeln, und dann haben wir eine Taverne, wo wir Helden rekrutieren können. Wir haben hier immer eine Auswahl von 4 Helden und die Heldenanzahl erhöht sich mit der Tavernenstufe. Sobald wir dann Helden haben, gibt es auf der Karte diverse, ich sag mal, Events bzw. Aufgaben, die es zu erfüllen gibt. Hier haben wir unsere Quest. Wir haben einmal die Hauptquest, besiege die Drachlinge. Eine Seitenquest mit erreiche die Bergspitze. Noch so Nebenaufgabe, gewinne Kämpfe. Roulette benutzen und so weiter. Hier oben haben wir dann dieses Roulette, von der die Rede ist. Und da können wir quasi unsere Tokens, die wir unten rechts haben, einsammeln, nutzen. Und ich warte aktuell auf die 300, um ja schon was Hochwertiges zu bekommen. Genau. Das ist quasi die Karte. Es sieht halt sehr RPG-artig aus. Wir haben hier Pfade, die lang gegangen werden, wo man lang geht. Es gibt dann hier Möglichkeiten, auch alles zu erhöhen für Werbung. Dafür kommen dann manchmal diese Werbungseinblendungen. Oben können wir auch Gold-Werbung bekommen. Wir können aber auch Geld kaufen mit Geld oder auch Packs, wie wir hier haben, Geld und Gegenstände und solche Sachen. Die Rohstoffe Stein und... Ist es Stein? Ja, doch Stein. Stein und Holz, die können wir mehrfach noch bekommen. Also das ist hier quasi unser Land, das Grüne. Und wir haben dann außerhalb noch weitere Möglichkeiten, wie hier zum Beispiel Holz. Oder hier nochmal eine Goldmine oder da nochmal Stein zusätzlich zu bekommen. Ansonsten haben wir natürlich hier unser Gebiet. Genau, die Helden können wir ausstatten mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen, die verschiedene Effekte haben. Die Helden leveln auch. Pro Level erhalten die dann auch diverse Statuswert-Upgrades. Und, jetzt muss ich auch mal gucken, 5. Ja, rein vom Level her hat sie 2 und dann hat sie halt noch diverse Fähigkeiten.
Bei ihr ist es einsamer Wolf, dicke Haut, Blutrausch. Hier haben wir Stärke, starker Arm, Vergeltung, Eisenhaut und so weiter. Jeder Charakter hat hier. Ist natürlich die Frage, wenn man einen anderen nur anmachen würde, ob denn die Charaktere andere Fähigkeiten haben oder ob es festgelegt ist, welche Charaktere welche Fähigkeiten besitzen. Das kann ich natürlich nicht sagen. So, sehr gut, können wir wieder einen Booster einsetzen. Wir haben ja auch eine Schmiede, in der wir Gegenstände herstellen können für Geld. Jetzt muss ich überlegen. Moment, habe ich kein Geld. Na, ist egal, dann machen wir noch für 2 Stunden. So, wir haben, können natürlich auch für Geld, was wir so bekommen, hier Gegenstände direkt kaufen. Wir haben, wo wir auch übrigens hier die ganzen Körperteile auswählen können. Wir haben Taverne, habe ich schon erzählt, genau. Wir haben das Krankenhaus, wodurch Regeneration schneller erfolgt. Und wir haben halt das Alchemistenlabor, wo wir hier diese Upgrades vollziehen können. Mit Steinwagen, Bewegung der Helden, was eigentlich auch sehr wichtig ist, vor allem wenn man weite Wege hat. Und an sich erhöhte Heldengesundheit. So, aber wie gehen wir jetzt vor? Wir haben zum Beispiel hier haufenweise rote Zeichen. Das sind dann Punkte, wo wir gegen Gegner kämpfen müssen. Die haben wir an allen Ecken und das sind quasi Fortschrittpunkte. Tatsächlich gehen wir hier einmal ran. Das muss ich überlegen, weil man muss dann auch so ein bisschen den Helden, den man als erstes setzt, kämpft auch als erstes gegen den, der hier links steht. Und so würde es dann quasi weitergehen. Das heißt, ich setze jetzt am Anfang eine starke. Sie setze ich da nicht hin. Dann würde ich sie hinsetzen. Dann sie. Wobei doch, die ist eigentlich, aber. Na, setzen wir sie noch mit rein. Zum Leveln. Theoretisch würde ich sie noch ausrüsten. Ich glaube, das mache ich mal noch. Oh, sogar Stufe 2. Kann ich da hier jemanden. Ne, ist schon Stufe 2. Aber. 2 Rüstung, 2 Leben. Ne, das brauche ich nicht. Das kriegt dann sie hier. Dafür kriegt die das. Die Sachen noch ab und dann ist die auch schon besser ausgerüstet. So, dann greifen wir da an. So, was war die Reihenfolge? So, 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 so. So, jetzt laufen unsere Helden los und die laufen halt hier los. Also dann machen wir auch. Kreise bedeuten, welches Level die haben. Also weiß heißt, dass es noch in der ersteren Stufe ist. Grün, blau, schwer zu erkennen, ist, dass die schon über Stufe 5 sind. Genau. Und die laufen jetzt quasi den schnellstmöglichen Weg bis da oben hin. Natürlich mit einem Weg, den sie folgen. Das ist dann halt der Punkt, weswegen die Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit sehr sinnvoll ist. Da nämlich, wie man sieht, hier sehr viel gelaufen wird. Es gibt dann auch noch andere Sachen. Man hat dann auf den Karten zum Beispiel Lager oder Truhen. Hier zum Beispiel, die man irgendwann dann freischaltet bzw. frei macht und dadurch ja, rankommen, da muss nur einer hingehen zum Aufsammeln. Es gibt dann noch andere Events, wie zum Beispiel Höhle erforschen, und es geht hier immer weiter. So, dann gucken wir mal. Der Kampf läuft dann so ab, denn alle drin sind, dass, ja, nacheinander die Helden dagegen kämpfen.
Erst sind unsere dran und dann die Gegner. Und so laufen im Prinzip alle Kämpfe ab. Tatsächlich ist es immer ein Zufallswert, mit dem man hier angreift. Das heißt, man kann einen Schaden zufügen, man kann auch fünf Schaden zufügen, man kann einen Schaden abwehren, man kann aber auch fünf Schaden abwehren. Das ist dann jedes Mal zufällig. Wenn es dann geschafft wird, dann ja, hat man quasi einen zusätzlichen Bereich, der dann freigeräumt wurde, wie hier. Das heißt, wir können jetzt weitergehen und haben dann den nächsten Punkt, wo wir kämpfen müssen. Nur hier wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und man würde halt den Weg folgen. Das würde ja immer weitergehen. Bis hier oben. Man sieht schon im Schattenbereich, wo das einen hinführt. Bis nach ganz oben, aber die scheinen schon etwas stark zu sein. Nichtsdestotrotz, gewinne drei Kämpfe. Haben wir eine Mission erfüllt. Und wir können hier uns das Resümee davon anschauen. Die Erfahrungspunkte, die genommen werden, wenn man halt das Ganze schafft und es sterben welche, die kriegen weniger Erfahrungspunkte. Und ansonsten gibt es dann halt Geld bzw. auch manchmal Ausrüstungsgegenstände. Wenn man dann an der Stelle verliert, ist es auch nicht so schlimm. Versteckbandit. Banditenanführer. Ich glaube, den werde ich mal auf den Zahn fühlen. So, jetzt sind unsere Helden auch zurück. Vorher ist nämlich dann auch nichts und dann heißt es regenerieren. Und dann steht auch da, wie lange sie brauchen, um zu regenerieren. So, dadurch, dass jetzt aber mit erhöhtem Burglevel können wir auch mehr Leute angreifen. Und ich werde jetzt hier den angreifen. Als erstes wird er kämpfen, nee, er nicht, sie. Ja, wobei, sie ist auch er zuletzt. Dann fangen wir mit ihr an. Dann kommt sie. Dann er und zuletzt sie. Weil ihre Fähigkeit ist, desto mehr Gegner, desto mehr eigenen Leute sterben, desto höher ist ihr eigener Schaden. Das heißt, man kann ja mit den Fähigkeiten der jeweiligen Helden auch ein bisschen taktisch vorgehen. So, leider gehen die jetzt nicht durch die Abkürzung, die wir hier haben. Aber ich glaube, das liegt daran, dass das hier so mit auf dem Weg liegt, sondern die werden einmal rumgehen. Es ist aber nicht so schlimm. Gucken wir, was dabei rauskommt. An sich finde ich es wirklich ein cooles Spiel. Muss ich mal sagen. Man hat hier halt wirkliches RPG-Feeling. Man kann hier seine Leute ausrüsten, die haben Fähigkeiten. Ich weiß nur nicht, ob man die auch wieder loswerden könnte. Oder ob die, die gekauft sind, halt gekauft sind. Rekrutiert, aber es ist auch nicht so schlimm. Und ja, man kämpft sich durch eine großartige Fantasiewelt mit interessanten Gegnern. Die haben jetzt zwar alle keine Spezialfähigkeiten, aber es gibt halt RNG, also ist alles Zufall, wie die Kämpfe auslaufen. Das ist halt cool gemacht. So, das sollten wir, glaube ich, sogar schaffen. Vielleicht. Sieht gut aus. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt geht ihr da oben zurück, aber hier, ach, jetzt muss ich das Ding noch. Das Tor. Na gut, wenn ich das Tor habe, dann habe ich eine Abkürzung. Das ist nicht schlecht. So, was haben wir versteckt bekommen? Ein Blutraub. Ah, okay. So, das heißt, was macht der kritische Treffer? Ein zufälliger Gruppenmitglieder. Okay. Das heißt, wem gebe ich das dann am besten? Der, glaube ich.
Ja. Genau. Ja, und das ist quasi auch das Spiel. Mehr gibt es hier nicht zu erklären. Das Einzige wäre höchstens dann noch die Arena, die wäre interessant. Da ist es dann tatsächlich interessant, wie sich das Ganze dann entwickelt. Was dabei nachher bei rauskommt. Ob man da gegen andere Spieler kämpft oder ob man einfach die Leute gegen irgendwas messen lassen kann. Das bleibt an der Stelle abzuwarten. Ansonsten, ja, wenn ihr weitere Fragen zu dem Spiel habt, nur zu. Ich werde es bestimmt noch ein bisschen spielen, weil, wie gesagt, hier das eigentlich relativ simpel ist. Man kann auch die Leute einfach dann irgendwo hinschicken und sagen, hey, greift jetzt an. Und ansonsten geht man dann quasi, ja, geht man wieder raus, und wenn man wieder reingeht, dann gab es halt diesen Kampf. Also, das. So. Würde jetzt rausgehen und dann, wenn ich wieder da bin, dann würde das Ergebnis kommen. Deswegen, das ist ganz gut gemacht. So, die gehen natürlich jetzt den kurzen Weg. Sehr gut. Ich glaube, dann zeige ich euch noch, was passiert. An die Wiederbelebung hattet ihr ja schon, genau. Charaktere brauchen natürlich länger zum Wiederbeleben. Man könnte da oben auch Tränke zur Heilung nutzen, aber das ist jetzt, wenn man Zeit hat, nicht so dramatisch. Ja, und das ist Champions of Avon, Ivan, wie man es auch ausdrücken möchte. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gucken jetzt hier gerade noch den Kampf zu Ende, den ich bestimmt verlieren werde. Aber das Gute ist, die Lebenspunkte, die bei den Gegnern runtergesetzt werden, die bleiben auch unten. Das heißt, wenn man nächstes Mal gegen die kämpft, dann sind sie schwächer. Das ist ein guter Punkt, finde ich. Das war's. Genau. Dafür kriegen sie leider keine Erfahrungspunkte, aber nicht so schlimm, die regenerieren und dann gibt's was auf die Mütze, um es mal so auszudrücken. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.